Hi, ich bin Mille Potrotza von Creator. Ihr seht die Plattenkiste. Wir sitzen in der Lichtburg in Essen. Im Hintergrund wird renoviert, deswegen könnte sein, dass ihr so ein Born hört. Das ist hier The Exploited, Punks Not Dead. Großartige Band. Ich habe damals mit meiner Band Creator immer so zum Aufwärmen, haben wir immer folgendes Lied gespielt. Ja. Exploited Sex and Violence ist ein sehr, sehr stumpfes Lied, auch ein sehr stumpfer Text, weil das eigentlich, der Text besteht nur aus den Wörtern Sex and Violence. Ich fand das großartig damals. Wir haben das immer zum Aufwärmen gespielt. Wenn wir geprobt haben, haben wir immer so 10 Minuten nur Sex and Violence gespielt. Ich mag die Exploited. Ich mag auch Watty, den Sänger. Ich finde, das ist so eine der Bands aus dem Bereich so UK, frühe Punk-Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt sehr gemocht habe. Deswegen, gutes Album. Exploited. Punks Not Dead. ST, ja, Join the Army. Zweites Album. Ich bin Fan des ersten Albums. Hier, auf diesem zweiten Album, gibt es allerdings den Song, den ich jetzt spiele. Suicidal Tendencies, Possessed to Skate. Possessed to Skate ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und ich war zu dem Zeitpunkt auch so eine Art Skater, allerdings sehr schlecht. Das Album ist wichtig für mich. Ich sage auch sofort warum, denn dieses Lied. Hier ist absolut vom Vorteil, dass ich das Video nicht kannte zu diesem Song, weil das ist nämlich grauenhaft, das ist eines der schlechtesten Videos der Welt. Dennoch ist dieses Album wahrscheinlich das Wichtigste, was jetzt die Band Creator betrifft, weil wir haben damals, also es gab eine Band vor Creator. Wir haben dieses Album gecovert und haben so gelernt, wie man Musik macht. Das Album, British Steel, sollte jeder, der irgendwie sich für Metal auch nur ansatzweise interessiert, schon haben, finde ich. Ja, das ist natürlich das Album. Ich hatte dieses Album mal mit den Autogrammen von allen Mitgliedern. Das hat mir jemand aus Amerika geschickt. So. Mittlerweile bin ich befreundet mit Doyle. Ich bin unglaublicher Misfits-Fan. So. Also das muss ich schon sagen. Also ich spiele jetzt mal das Lied Skulls. Wie gesagt, die Misfits für mich wahrscheinlich wichtiger als die Beatles, so muss ich einfach mal sagen, weil ich finde, die haben genauso gute Songs geschrieben, die sind genauso auf den Punkt gekommen, haben noch über Themen gesungen, die mich persönlich mehr interessiert haben, nämlich Horror. Also die Typen sahen aus wie aus einem 50er B-Movie. Da steckt so viel in den Texten, so viel in der Direktheit der Musik. Und das ist einfach eine Band, die jeder kennen muss, meiner Meinung nach. Und das ist einfach eine Blaupause für, wie man quasi musikalisch direkt auf den Punkt kommt. Ja, Misfits, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Also wahrscheinlich die einzige Tattoo, die ich mir machen würde von einer Band, wären die Misfits. Dead Kennedys ist natürlich auch eine wichtige Band. Unser neues Album Hate Über Alles wurde inspiriert von folgendem Song. California, 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 California.
Yellow Biafra ist natürlich einer der Vorreiter des politischen Punkrock. Ich gebe es offen zu, der Titel meines neuen Albums, Hate Over Alles, ist 1:1 inspiriert von Yellow Biafra und seiner Band DZ Kennedys. Gut, KZ, ne? Ich kannte KZ vorher schon und irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich bei dem Song Wir mitspiele. Allerdings auf ihrem Konzert beim Splash Festival. Die Frage, die ich jetzt KZ stelle, ist, warum ist mein Solo nicht auf dem Album? Könnt ihr mir das bitte mal beantworten? Das war doch gut, oder? Das darf natürlich nicht fehlen, wenn man über Thrash Metal spricht. Dieses Album hat noch so ein, das hat so ein Impact auf mich gehabt, weil da gab es noch nichts Vergleichbares. Also es gab zum Beispiel Venom und dann gab es Metallica. Und für mich waren Slayer eine Mischung aus Metallica und Venom. Die waren ultra inspirierend. Gerade in der Frühphase von Creator waren die super wichtig. Also dieses Album Show No Mercy hat für mich eine ganz, ganz eine wichtige Bedeutung. Also, auch, also ich weiß noch, das kam raus. Ich glaube, das war so 28. Dezember irgendwas, 83, 84 oder was weiß ich was. Wir hatten eine Silvesterparty und wir haben auf der Silvesterparty durchgebankt auf dieses Album. Die ganze Party lief nur dieses Album. Und ich finde das immer noch, einer der wichtigsten Bands im Thrash Metal. So. Und das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und deswegen, also Slayer, die ersten 5 Alben, ganz wichtig. Mercy for Fate, auch sehr, sehr oft unterschätzte Band. Da muss ich ein bisschen was vorspielen. Das ist so gut einfach. Das ist einfach so gut. Da muss die Musik, glaube ich, für sich sprechen. Also ich meine alleine diese Texte, ne? Also er singt, come, come to the Sabbath, down by the ruined bridge, witches and demons are coming. Also wer da nicht Bock auf eine schwarze Messe hat. Also Mercy for Fate ist mit die okkulteste Band, die es jemals gab. Also die haben wirklich das hinbekommen, dass einem so Filme im Kopf entstehen, wenn man das angehört hat. Du hast dich sofort als Satanist gefühlt, obwohl man gar nicht genau wusste, was das ist. So, ne? Ich glaube, jeder, der das Album hört, beziehungsweise nicht hört, weil er denkt, er wird dadurch ein Satanist, der verpasst einiges musikalisch. Von daher kann ich das auch nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr gutes Album. Slime. Also, wie gesagt, ich war erst Metal-Fan und dann Punk-Fan. Und für mich waren so Sachen wie Karlsquell, ACAB, das waren für mich so, das war ein ganz, 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 ganz wichtiges Album. Das ist eine Band, die ist so wichtig für den Deutschpunk und überhaupt für die deutsche Musik, meiner Meinung nach. Sie sollten auch öfter genannt werden, wenn es um deutsche Musik als solche geht, weil die haben einfach so viel, das war einfach so eine vielseitige Band, auch sowas von versiert an ihren Instrumenten, das ist, und auch textlich, also das ist eine der wichtigsten Bands für mich auch. Was so deutschsprachige Musik betrifft. Ich bin überhaupt kein Biertrinker. Ich habe noch in meinem Leben noch kein Bier getrunken. Dennoch fand ich diesen Song immer ganz gut. Karlsquell. Das ist so ein, da kennst du dich wahrscheinlich besser damit aus. Das ist so ein Aldi-Bier, ne? Aldi-Bier. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Song ausgesucht habe. Ja, Slime haben natürlich Alkohol propagiert, ne? Das sollte man auch nicht, aber naja. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Song von Slime, aber irgendwie fand ich gerade gut, den jetzt mal zu spielen. Geile Band, ey. Slime, komm gut. Oh, hier, das ist natürlich, wenn ich gerade hier dieses Album hatte von Judas Priest, kommt jetzt natürlich das Album von Iron Maiden. Das ist so, das waren die Bands, sind ungefähr zeitgleich rausgekommen. Also ich glaube, Maiden waren sogar später und sind dann aber irgendwie etwas erfolgreicher geworden als Judas Priest.
Es gibt Leute, die sagen, dass Paul Di'Anno der bessere Sänger gewesen ist. Finde ich nicht. Ich finde trotzdem, dass diese ersten beiden Platten ohne Paul Di'Anno so nicht funktioniert hätten. Trotzdem, das Album von Judas Priest, was ich gerade gezeigt habe, da gab es die Songs, die wir alle im Proberaum nachgespielt haben. Diese Songs konnten wir nicht nachspielen, weil die waren einfach zu schwer. Die konnte man als Anfang, als Amateurband einfach nicht nachspielen. Es war einfach so komplex, die waren einfach so gut. Und sind es immer noch. Iron Maiden, das Debütalbum. Jeder, der sich für Metal interessiert, sollte dieses Album zu Hause haben. Das ist ein wichtiges Album. Also Kill 'Em All, das kann heute gar keiner mehr nachvollziehen. Du musst dir vorstellen, wir haben damals alle haben immer so New Wave of British Heavy Metal gehört. Und da gab es so Bands wie Tigers of Pantang. Und in der ganzen europäischen Metal-Community gab es so Ostrogoth aus Belgien, Trust aus Frankreich. Und dann gab es eine Band, die hat das alles irgendwie auf den Punkt gebracht, das war Metallica. Das ist immer so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen so wie Captain Blaubeer, wenn man von solchen alten Platten erzählt. Boah, als wir die ja damals zum ersten Mal gehört haben. Ne? Aber es ist wirklich so. Ich habe die Platte gehört und das war so ganz neu. Ich glaube, das war die Geburtsstunde des Thrash Metal. Ja, also das Album ist natürlich für mich auch wichtig, weil das so mein erstes Udo Lindenberg-Album war. Mein damaliger Gitarrist hat in einer Udo Lindenberg-Coverband gespielt. Und der hat mir das nahe gebracht. Ich bin mittlerweile Fan und der hat ja schon ein gutes Lied gemacht, was jetzt immer noch aktuell ist. Eigentlich hat er das die ganze Zeit gemacht. Ja, hier. Wir brauchen keinen Führer. Ja, ey, ich weiß nicht, ich meine, man kann nicht genug betonen, wie wichtig der Typ für die deutsche Musik ist. Also es ist so ein Kerl, der einfach immer gesagt hat, auch egal was gerade passiert ist, der hat immer seine Position vertreten, hat immer Haltung gezeigt, Anti-Nazi-Songs, der hat sich vorgestellt, wie das wäre, wenn die Mauer fällt. Das ist so gut, einfach. Udo Lindenberg ist für mich wahrscheinlich zusammen mit Rio Reiser einer der wichtigsten deutschen Texter. Ja,